Ach, mit E war das. Oh, ich bin so ein Vollhorst. Ich versuche mit der rechten Maustaste. Oh Mann, ich bin so ein Trottel. Ohne Scheiße. Eigentlich verdiene ich es, glaube ich, Tag und Nacht geschlagen zu werden. Ich glaube, so wäre das besser gewesen, oder? Nein. Ja, wir reißen sie nochmal. Was soll der Geiz? Ah, wir sind ja im Let's Play und wir haben ja alle Zeit der Welt. Machen wir es halt nochmal neu, denn nur schön ist schön. Ne? Nur schön ist schön. Denkt immer dran, er bemühte sich stets im Rahmen seiner Möglichkeiten, ne? Geh doch mal da hoch jetzt hier. So. Das gefällt mir besser. Ja, müssen wir die anderen nochmal abreißen, Leute. Es tut mir leid. Müsst ihr jetzt durch. Ich auch. Aber ihr seid ja bei mir gewohnt, dass wir was aufbauen, der wieder abreißen, weil es scheiße ist. Ich weiß, wenn wir halt oben drauf jetzt noch was bauen, würde das auch wieder gerade werden. Aber ich finde das besser irgendwie. Ich weiß auch nicht. Gefällt mir gerade irgendwie mehr. Ich weiß nicht, was es ist, aber es kommt von alleine. Und jetzt kriegen wir hier wieder die Bredouille. Ne, hier kriegen wir sie natürlich nicht. Aber das sieht scheiße aus. Man könnte halt höchstens meinen, dass das die Regenrinne ist. Es ist immer in den Innenpfosten. Das sind bei der Ecke und bei der Ecke da drüben. Das haben wir das Problem ja gar nicht. Okay, ich habe einen Plan, Leute. Es sieht natürlich scheiße aus. Aber wir können halt nur das machen, was geht, ne? Wir hauen jetzt hier alles wieder raus. Und vorne an dem Eckeingang lassen wir das eins versetzt und nach oben. Die Axt ist aber auch gleich im Bobs, ne? Oh, Manometer. Yeah. Ist doch voll am Abgehen. Trinken wir noch mal kurz ein hier. Wodka immer gut bei der Arbeit. Die Motivation kommt da nicht von irgendwo her, ne? So, alle einsammeln. Brauche ich wieder. Kommt zu mir geflogen, ihr Po-Segmente. Oh, so. Also, um eins höher haben wir gesagt. Das ist genau die Höhe. Ihr seht, was ich meine. Natürlich sieht es komisch aus. Auch anders kriege ich es nicht hin, leider. Ne? Das ist schade. Das ist genauso, wie gesagt, habe ich schon mal gesagt. Ne? Ich.com, sie.net, schar.de. Nein, jetzt habe ich zu weit gedrückt. Ach, jetzt leck mich doch. Jawohl, jetzt läuft's. Der Rubel rollt. Die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht. So, brauchen wir hier noch einen, den haben wir irgendwie verrafft. Das ist auch zu tief, oder? Ne, das ist gerade, oder? Das passt. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, es ist dieselbe Höhe. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt muss ich einmal hier den Baum fällen. Der regt mich hier schon die ganze Zeit auf. Wahrscheinlich wird es wieder hängen bleiben jetzt oben, weil ich diese Po-Segmente gestellt habe. Ja, es fällt runter. Hat sich ja gelohnt. Aber den wollen wir ja jetzt nicht fällen, weil wir Holz brauchen, sondern einfach nur, weil er im Weg steht. Jetzt sammel die Scheiße doch mal ein. Verdammte Kacke. So, geht doch. Also. Welchen suche ich denn? Den da, oder? Das ist auch wieder nicht die richtige Höhe. Jetzt habe ich es aber. Okay.
Okay, das ist sonst aber nicht passiert, Leute. Voll geil. Egal, fangen wir von unten an. Ist ja kein Problem. Weil der wird doch eigentlich gar... Ist doch der Falsche, oder? Jetzt... Ach, Kruzifix noch einmal. Ich und Bauen. Ach, wir sind ja jetzt um 1 versetzt, ne? Dann müssen wir... Ah, ich verstehe. Jetzt fällt er auch nicht runter. Jetzt habe ich keine mehr. Was ist da los? Ich glaube, den sein Bein ist verdreht. So. Ach, jetzt... Das gibt's doch wieder nicht. Nein, da war es doch. Ach, jetzt... Es kann doch nicht sein. Es ist langsam. Langsam. Ganz langsam. Geht doch. So. Alles klar, haben wir das doch mal hinbekommen nach 80.000 Jahren. Weiß nicht, was der Heslon-Block da sucht. Der kommt da wieder weg. So. Steinchen immer gut. Aber ich habe keinen Platz. Ne, habe ich nicht. So. Okay, weiter im Programm. Wo ist mein Pfosten? Dies ist der eine Pfosten. Oh, ja, das war ein falscher Pfosten. Das ist ein falscher 50er. So. Was hebt er denn wieder auf? Ich brauche den doch. Ach, da hinten ist er hingefallen. So, also weiter im Programm hier. Denn wir haben ein straffes Zeitprogramm für unser Konzert hier. Langsam, 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 bam. Da, 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 da. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. So, gut, ja, das ist natürlich nicht optimal gelöst alles hier. Jetzt ist die Frage, die Frage aller Fragen, ich hab's gewusst. Schade, ich wollte es gerade noch in der Ecke auch noch machen, aber das geht nicht. Okay, lass das erstmal so stehen, oder? Sieht eher aus wie ein Minenschacht oder so, ne? Folge. Ja, aber das mit den Steinen, das kann man doch so anbieten, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier fehlt noch eine Ecke. Oh, da haben wir schon wieder gewurschtelt, und geschlampt, Na, da herrscht schon wieder ein gewisser Schlendrian. Ast rein, erste Kacke. Jawohl. Am Ende sieht das aus wie so eine Tankstelle hier. Wir könnten hier vielleicht noch eventuell. Habe ich noch? Haben wir noch. Tada. Jawohl. Kann man so anbieten. Okay. Seht ihr hier, was ich meinte mit dem Fenster? Muss ich nur... Scheißdreck! Ist ja voll nicht synchron gewesen. Keiner sagt wieder was. Ihr habt wahrscheinlich alle schon gesagt, Mann, Mann, Mann. Siehst du das denn nicht, du Vollhorst? So, jetzt aber. Yeah, yeah, yeah. Die Villa... ne, die Villa de Ville. Oh, jetzt hab ich... So, als nächstes würde ich sagen, dass wir hier noch die Erde aus dem Boden rausklatschen. Machen wir das doch direkt mal. Und eventuell vielleicht doch noch ein Steinfundament anlegen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nur, dass dass die Erde wieder raus muss. Ich habe auch nicht alles auf einmal letztes Mal rausgehauen, weil es ja auch langweilig ist, wenn ich da 10 Minuten lang Erde haue, ne? Deswegen machen wir uns jetzt hier an den Rest. Aber wir müssen es jetzt machen, hilft nichts. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Na komm. Hört ihr mich die Tastatur vergewaltige, um E zu drücken? Voll geil. So, ja, wird schon noch einiges auf jeden Fall auf uns zukommen hier.
in puncto, sag schon, ja, Erde raushauen, weil hier ist ja auch noch alles voll die Ecke. Aber ich glaube, hier haue ich dann wirklich den Boden mir auch noch nichts rein. Da haue ich mir wirklich aus dem Nobelviertel dann was. So ein bisschen Teppich oder so. Jawohl. Das hat mich aber erschrocken, dass der Erdblock da kam. Ich bin voll, ne? Ich bin voll. So. Achso, ich muss ja wieder E drücken. Drüber laufen hilft ja nichts. Ich sag, das ist ganz böse, wenn man einmal wieder hier Minecraft spielt, dann wieder das Spiel, da kommt man voll durcheinander. So, her damit. Her damit. Und wieder weiter wegklatschen hier. Das ist sehr spannend gerade aktuell, ne? Das ist der Wahnsinn. Zack, zack, zack. Her damit, her damit. So, ich würde sagen, dass wir hier Planks reinhauen. Warum, das erzähle ich euch dann. Weil hier kannst du nicht wirklich ein Zimmer draus machen, ne? Also, hier hast du ja, ihr seht es ja selber, dass wir hier, ja, die Treppe nach rechts oben haben in Richtung Terrasse. Würde ich aber sagen, vielleicht finden wir da irgendwie was draus, was wir da machen könnten. Irgendwie, keine Ahnung, Zockerraum oder so. Kein Plan. Ansonsten hauen wir das als Fußboden hier rein. Das sieht natürlich dann aus wie so ein altes amerikanisches Holzhaus hier hinten. Aber hier könnte man vielleicht auch noch ein paar Kisten. Also hier würde ich sagen, dass wir die Kisten hinhängen. Dann sind wir auch gleich hier schnell zur Tür draußen. Aus dem Hinterausgang. Und hier vorne dann irgendwie noch... ganz kurz... Warum bin ich immer müde, wenn ich aufnehme? Ich verstehe es nicht. Okay, ich habe ja nicht viel gepennt, ne? Die Nacht war sehr kurz. Und dass wir hier vorne irgendwie noch eine kleine Ecke dann für Küche machen. Nur die Küche würde ich dann natürlich gerne im Steinstil machen, ne? Entweder Concrete, ich weiß es noch nicht. Oder mal gucken. So. Erde klatschen ist so toll. Ja, das ist in jedem Spiel toll. So, wie sieht denn die Schaufel aus? Ich könnte mir nochmal eine neue Schaufel kredenzen, ne? So, Stein erstmal wieder reinlegen. Haben wir doch nicht so viel gebraucht, wie ich gedacht hätte. Dann mal hier den kleinen Klotz da. So. Die Fenster brauchen wir auch erstmal nicht. Die Spikes brauchen wir auch erstmal nicht, denn uns würde es hier keiner angreifen wollen wahrscheinlich. Die Erde mal da rein in die Hütte. Und ansonsten können wir die noch zusammenlegen. Und jetzt haben wir wieder Platz, ne? Wahnsinn. 59 Clay haben wir schon, das ist bitterböse. Okay, ich wollte noch eine neue Schippe kredenzen. Ich bin schon wieder vom abgekommen hier. Schippe war so und wenn man kein Eisen hat, wird es sowieso nichts. So. Batzi, batzi, batzi. Geht natürlich auch die Stöcker nicht auf, ne? Ist logisch. So. Die drei Stück, die wir da hatten. Wo sind sie denn? Hier. Und wenn die dann halbe, auch halbe kaputt ist, dann legen wir zusammen und machen eine neue draus. Jawohl. Jetzt geht's wieder aufwärts hier. Jetzt geht's wieder ab an der Front hier. Zack, runtergefallen. Yeah, yeah, yeah. So, jetzt haben wir mal kurz die Klötzchen ein. Da regeneriert sich auch die Ausdauer derweil ein wenig. Den will ich aber haben. Voll geil.
Ja, vielleicht kann ich die Küche dann auch aus den Bricks machen. Das wäre natürlich voll geil. Jetzt haben wir ja so viel Clay, da können wir ja richtig durchdrehen. Ne? Aber es ist bestimmt ein Bug, dass man jetzt aus Clay so viel rausbekommt. So zufällig aus so einem Block, oder? Was meint ihr, Leute? Das ist doch bestimmt ein Bug. Ja, da haben wir schon mal eine Frage des Tages. Können wir ja immer einführen. Pro Folge eine Frage des Tages. Und ihr müsst antworten, alle. Sonst soll euch abends irgendwann hier, was weiß ich, keine Ahnung, wer euch da besuchen kommen soll. Markus Lanz. Der quatscht euch dann tot. Mit dem Sinn des Lebens. So, sieht das gut aus. Okay. So, mal kurz hier so ein Can of Ham wieder rein zwitschern. Jetzt habe ich zu schnell gewechselt. Ne, passt. Und ein Wasser, jawohl. Und weiter jetzt hier. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Nur noch 100 Blöcke. Und wieder können wir weg. Ausgezeichnet. Das läuft. Das läuft heute, wie geschmiert. Und immer mehr Clay. Das ist doch sehr schön. Da können wir auf jeden Fall die Küche aus Bricks bauen. Könnte man vielleicht sogar eventuell... Aber das sieht ja eine Scheiße aus, glaube ich. Wenn man jetzt noch nachträglich die unterste Reihe des Hauses mit Bricks macht oder so. Das würde mir dann nicht gefallen, ne? Weil die Fensterscheiben sonst eins zu tief wären. Ne, wir wollen ja schon was Schönes bauen, ne? So. Ja, mit dem Erdbohrer waren wir schon fertig, Leute, ne? Aber ihr wisst ja, Erdbohrer ist momentan scheiße. Gefällt mir nicht. Daumen runter. Aber die haben auch geschrieben, dass das nicht für immer ist, hat ich ja schon erwähnt, ne? Dass sie die Relation mit Gascan und Nachladen und Zeug und Sachen jetzt wieder umstellen wollen. Also es ist nicht endgültig, es ist nur eine temporäre, also eine zwischenzeitliche Notlösung. Also scheinbar ist das doch ein bisschen mehr zu programmieren, da den... Ne, mit dem Erdbohrer, dass der wieder vernünftig nachfüllbar ist, als wie das einfach sagen, hier findest du auf einmal statt ein, zwei Gascan, findest du auf einmal, was weiß ich, 100, ne, im Auto oder 200. Das war wahrscheinlich dann die schnellere Lösung. Also keine Bange, das wird wieder geändert. Jawohl. Immer wieder einsammeln hier. Schippe können wir auch gleich zusammenfügen, da haben wir wieder eine ganze. Voll geil, ne? So, alles meins. Meins, 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 meins. Können wir uns bald ein Haus aus Erde bauen, aber das würde nicht halten wahrscheinlich. Egal. Jawohl. So, weiter im Programm. Eine Reihe noch hier durch und dann machen wir die Schippen eben wieder zusammen und dann haben wir wieder eine ganze. Das ist natürlich voll geil. So, alles her. So, ja, du auch. Okay, also Schaufel 1, Schaufel 2 und wir haben wieder nahezu eine ganze. Ich denke mal, einige von euch werden sich jetzt schon ins Häuschen lachen und sagen, Mensch, was macht der gleich? Haut ihr die Erde weg? Lässt er die Kiste runterfallen, dass sie kaputt geht? Nein, der wird natürlich auch beim Bett die drei Blöcke da, wie wir das sind, stehen lassen. Ganz blond bin ich auch nicht. Hoffentlich, dass es nicht zu schnell geht. Warte mal, der muss stehen bleiben, okay. Die werde ich dann hinterher noch, ja, rausklöbbeln. Also erstmal, wenn das Haus steht, das außenrum, das kann man ja immer nach und nach hinbauen. Das ist ja alles kein Problem. Das Wichtigste ist erstmal wirklich das Haus, ne? Den Grundpunkt, den Mittelpunkt, den Scheitelpunkt, wie auch immer man das sehen möchte.
Der Block muss stehen bleiben, sonst wird das nix hier. Komm, sammel doch mal den ganzen Mist hier ein. Siehst aber auch so schlecht, diese Erdblöcke auf Erdblöcke, ne? Da ist eine, da ist eine. Weil vielleicht können wir die Erde noch gebrauchen. Oder wir schütten uns irgendwo einen imaginären Berg auf oder so. Okay, so, hauen wir jetzt... Da ist noch eine. Die sind getarnt, die Mistkräbel. So. Seht ihr das? Da würde ich sagen, haben wir jetzt auf jeden Fall ordentlich was geschafft. Würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal Schluss für heute. Und ja, ne, wir haben jetzt hier das Haus, die Wände hochgezogen, die Fenster reingesetzt, weit hochgezogen. Wir haben außen Po-Segmente reingesetzt, damit der Stein gerade wird und damit es cool aussieht. Ja, ob das so cool aussieht, weiß ich auch nicht. Haben jetzt hier den Erdeboden noch rausgeklatscht, haben den noch stehen lassen, weil ja die Kiste draufsteht. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn es nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt... Eins sehe ich noch. Voll geil. Gerade was gesehen, das mache ich jetzt heute noch. Das muss zu hier. So. Also ich habe jetzt noch eventuell, das ist sogar krumm hier der Schnee, ne? Ist doch nicht gerade geworden. So. Im Outro fällt mir immer was ein, dass ich noch was machen könnte. Nehme ich kurz die Faust, um das Ding da wegzuhauen. Geht wieder nicht, ne? Jawohl. So jetzt aber. Ne, also würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt, Let's Play 7 Days to Die. Bis dahin, haut da rein. Euer Chris.